Hallo zusammen. Den Dow Jones, den habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Mea maxima culpa. Und da müssen wir auch mal von der ganz langen Sicht rangehen. So vom Monat über Woche über den Tag. So, und hier ist der Freund. Das ist der Monatschart. Das hier ist die Lehman-Krise. Und der Freund hat sich dann in diesen 13 Jahren versechsfacht. Das ist schon erstaunlich. Das ist schon Fettsbrot hier. Bis auf die Corona-Krise ist er nur hoch. Also schon erstaunlich. Was ich aber auch erstaunlich finde, ist, wenn ich mal hier auf die Technik schaue, die ist gerade hier im Oszillator, sind wir jetzt schon auf dem Niveau, was wir hatten, also auf dem tiefsten Niveau seit 2008. Und das mit dieser kleinen Bewegung hier, was ja nicht viel ist, der Dow hat gerade mal 11% verloren in den letzten 3 Monaten. Ja. Verglichen mit Nasdaq, verglichen mit DAX ist das nichts. In dem Zusammenhang, Sie haben erwähnt, schaut euch mal den Berkshire Hathaway B an. Jeden Tag, auch in diesen Zeiten, ein neues Hoch. Das ist spektakulär. Muss schon sagen, das macht er also richtig gut. Also das ist der Monatschart hier. Die Bänder laufen ein bisschen zusammen. Das ist dem geschuldet, dass wir jetzt hier so eine Art Seitwärtsphase im Moment noch haben. Das obere knickt ein, das untere kommt hoch. Das heißt, wir sollten wieder vielleicht auf so ein Niveau hier kommen. Das untere Band liegt momentan, komm her, wo ist mein kleines Ding? Im Moment bei 27.127, ja, und tendiert nach oben. Das sollten wir sehen, vielleicht mit so einer Art Bewegung hier. Und das steigt nicht viel pro Monat, aber das ist eine Geschichte. Ich habe mal die Fibos angelegt, jetzt sind wir nicht ganz so genau. Das heißt, wir haben von den Fibos für diese gesamte Bewegung hätten wir sogar Platz bis 25.300. Also, aber ich finde nochmal, der sieht hervorragend aus. Muss schon sagen. Gehen wir mal auf die Woche. So, das ist die Woche. Ich habe hier oben schon so ein bisschen was reingemalt. Wenn ich jetzt mal die Fibos nehme und lege die an vom Corona-Tief, hat er sich auch verdoppelt. Finde ich schon ziemlich erstaunlich, muss ich sagen. Dann habe ich hier den Bereich so ganz knapp unter der 30.000, 29.800. Jetzt ist es so, auf NTV habe ich das auch gesagt, die Ukraine ist von Washington oder von New York ungefähr 8000 Kilometer entfernt. Die sind damit noch nicht so involviert. Die schicken zwar Soldaten rüber, aber da ist keine kriegerische Handlung. Deswegen steht es noch nicht so im Zeichen der Öffentlichkeit. Aber durch die stark gestiegenen Benzinpreise kriegen sie es auf einmal mit. Da gibt es dann wieder Inflationsangst, wie auch immer. So, das heißt, ich bin hier bei 29.835. Das ist die 200-Wochenlinie. Deutlicher weg, 28.750. Hier haben wir auch gleichzeitig noch ein Gap. Das ist vom 2.11., wo er dann weggesprungen ist. Das ist bei 28.308. Ich sehe es momentan nicht, dass in diesem gesamten Umfeld irgendwie der Dow auch nur annähernd die Chance hat, hier auf neue Highs zu gehen. Der muss sich jetzt einfach mal auch ein bisschen ausruhen. Und der Dow liegt ja also auch besser als der Nasdaq. Der, ich möchte nicht sagen, fällt gemächlicher, aber der ist insgesamt wesentlich ruhiger. Aber das hier, knapp unter 30.000, muss auch vor dem Hintergrund einer weiter negativen Technik über den Trendfolger, über den Oszillator, ist das eigentlich die Pflicht, dass er noch mal ein bisschen fällt. So knapp unter die 30.000, vielleicht 29.000. Im Extremfall sogar hier bis zu 28.731. Gucken wir mal auf den Tag. So. Also ich habe jetzt hier mal ganz frech so einen Trendkanal gezeichnet. Dieser Trendkanal, der liegt jetzt also heute, liegt er dann hier drüben bei 31.740. Auch hier, das war ein sehr schöner Ansatz. Diesem Tag hier geschuldet, komme ich gleich drauf. Schöner Ansatz und fällt schon wieder ab. Schöner Ansatz, fällt auch schon wieder ab. Also der verliert an Stärke. Dieser Tag war ja die Geschichte, als die Fed die Zinsen erhöht hat von oder auf nur 0,25, kleinste mögliche Einheit. Und vor dem Hintergrund hatten ja einige erwartet, dass der vielleicht direkt ein halbes Prozent macht. Durch diese ganzen Ölpreisgeschichten oder vielmehr Benzinpreis, was den Autofahrer angeht, weiß ich jetzt nicht, wie die Fed sich da verhält. Aber natürlich sind dann auch wieder Inflationssorgen und. Kommt auch alles rein. Also ich sehe momentan keinen Grund, dass der irgendwo hier drüber geht.
Bei mir würde der Dow erst wieder positiv mit einem Schlusskurs von über 35.822. Jetzt ist es ja so, die reden ja in der Ukraine, aber wenn dann auf Reuters steht oder Bloomberg steht, Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, ist das mit Sicherheit ein Ding, was allem helfen wird. Dann wird das Gold fallen, dann wird das Öl fallen, dann werden die Aktienkurse steigen. Das kann auch schnell sein. Aber das Ding ist noch nicht ausgestanden. Also ich befürchte, das wird uns noch eine ganze Zeit lang verfolgen. Deswegen ein Anstieg wäre für mich nichts anderes als eine Entlastungsrallye. Aber kein Startschuss für Neuinvestitionen. Ich finde es ganz erstaunlich, dass also auch die amerikanischen Firmen wie Apple, wie sie alle heißen, Netflix, da solidarisch sind und schließen dann da Kanäle oder verkaufen keine Waren mehr. Das finde ich echt cool, muss ich sagen. Finde ich wirklich gut. Ohne Rücksicht auf ihre Zahlen. Deswegen dürfen die alle mal weiterhin etwas fallen. Ich habe die Scheine so ausgesucht, dass sie weit weg sind. Also es ist für mich sehr ungewöhnlich, ein Hebel 4 oder Hebel 7, aber ich kann hier nicht näher rangehen. Das kann sie innerhalb von einer halben Stunde zerreißen, nach oben oder unten. Deswegen habe ich mir als Call sowas hier ausgesucht, das ist die HW0S16, 24.912. Da sind wir noch weiter hier drunter. Das ist keine Aufforderung zum Kauf jetzt, das ist nur für die Watchlist. Ich gehe davon aus, dass wir also hier weiter runtergehen. Irgendwo hier in diesem Bereich unter 30.000 auf Sicht von vielleicht 2 Wochen. Das ist lediglich ein Hebel 4, aber dann, wenn wir hier unten sind, ist der auch schon deutlich höher. Dann sind wir so im Bereich 7 zu 8. Den Put habe ich den hier genommen, die HR6 BDQ. Bertha Dora Qualle. Quasselstrippe. 37.250, damit liegen wir hinter dem All-Time-High. Ist auch nur ein Hebel 7. Aber nochmal, ich denke, vor dem Hintergrund von diesen ganzen Geschichten hier, was ich auch habe auf wöchentlicher und monatlicher Sicht, muss ich davon ausgehen, nachdem wir diese fette Linie hier unterboten haben, im Bereich von 33.500, dass wir uns mit hier unten irgendwo beschäftigen. Ja, ob das jetzt 29.500 sind oder 30.100, vermag ich jetzt so nicht zu sehen, aber auch hier ist keine Eile geboten, irgendetwas zu kaufen. Also ich sehe es nicht. Normalerweise beende ich immer so einen Clip mit Happy Trading und fette Beute. Ich finde das momentan nicht angebracht. Deswegen wünsche ich euch hier nur viel Glück. Bleibt gesund und hoffentlich kommen bald wieder friedlichere Zeiten. Ich wünsche euch was. Bye, bye. Ach so, ja, den Nasdaq versuche ich Donnerstagabend zu machen, dass der Freitagmorgen drin steht.